Sportarten. Um Erfolg im Tischtennis zu haben, muss man systematisch üben und dazu gehört auch das Balleimertraining. Diese Form der Übung wird von den Trainern im Tischtennis oft angewendet. Es wird nach den Prinzipien des Intervalltrainings geübt und es gibt zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Übungsformen. Der Trainer in der Rolle des Balleinwerfers schlägt einen Ball nach dem anderen mit bestimmter Frequenz, Tempo, Rhythmus und mit oder ohne Rotation mit bestimmter Platzierung und in abwechselnden Intervallen der Belastung und Erholung. Notwendig ist ein höhenverstellbarer Ständer, ein Ballbehälter, ein kleinerer Ballbehälter, der auf den Tisch gestellt werden kann, eine größere Menge Bälle, verschiedene Schläger, ein Behälter oder eine Einrichtung, mit der man Bälle sammeln kann, sowie verschiedene Gegenstände, die man als Zielscheiben auf den Tisch stellen kann. Das theoretische Wissen und praktische Können des Trainers ist neben der entsprechenden Ausrüstung und Aufgabenstellung besonders wichtig für den Erfolg des Balleimertrainings. Anpassen. Es wirkt sich negativ auf den Trainer aus, wenn er die Bälle aus einem zu hoch oder zu niedrig eingestellten Balleimer holen muss. Wegen der hohen Belastungen des Trainers beim Balleimertraining muss der Trainer mit den Spielern auch sich selbst aufwärmen. So kann er am besten die für das Balleimertraining charakteristischen Schmerzen im lumbalen Teil des Rückgrates vermeiden. Die Wahl der Belege in Verbindung mit dem Holz hat entscheidenden Einfluss auf technisch-taktische Möglichkeiten der Schlagausführung. So soll der Trainer in einer Trainingseinheit abhängig vom Ziel und der Art der Übung verschiedene Schläger benutzen. Manche Trainer benutzen Schläger mit einem Belag nur auf einer Seite, weil solche Schläger leichter sind und die Schlaghand so weniger ermüdet. Beim Balleinwurf kann der Schläger auf verschiedene Weisen in der Hand gehalten werden. Der Trainer wird selbst entscheiden, welche Schlägerhaltung ihm am besten zusagt und präzises und schnelles Balleinwerfen ermöglicht. Regelmäßig, besonders für größer gewachsene Trainer. Balleimertraining kann beim Trainer Schmerzen im lumbalen Teil des Rückgrates, in den Knien und der Schulter verursachen. Aus diesem Grund müssen die Trainer physisch gut auf diese Arbeitsweise vorbereitet sein und darauf achten, dass sie die richtige dynamisches Dehnen und wirkt günstig auf die Entspannung der Muskeln, die beim Training belastet wurden. Beim Balleinwerfen soll der obere Körperteil des Trainers nach vorne gebeugt sein, doch der Rücken soll dabei gerade bleiben. Das ganze Körpergewicht muss von den Beinen getragen werden, was bei langer Übung sollen die Fußsohlen in etwa in der Breite der Schultern auseinander sein. Das Gewicht soll gleichmäßig auf beide Beine verteilt sein. Ein präziser Balleinwurf mit entsprechender Rotation, Kraft und Schnelligkeit sind die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Balleimertraining. Der Trainer kann nur durch Üben ein guter Balleinwerfer werden. Alle Handlungen des Balleinwerfers müssen vollautomatisiert sein, damit die Aufmerksamkeit ganz der Kontrolle des Spielers gewidmet werden kann. Thank you.
Der Trainer muss den Ball an dem Punkt treffen, an dem ein Spieler den Ball im Spiel treffen würde. Es ist ein grober Fehler, wenn der Trainer den Ball bei zu hohem Treffpunkt schlägt. Denn so geschlagene Bälle haben eine unnatürliche Flugbahn. Der gute Trainer wird auch selbst viel üben. Das Einwerfen der Bälle soll so automatisiert werden, dass man das Ball holen und schlagen nicht mit dem Blick verfolgen muss. Die Zahl der Übungen, welche mit dieser Trainingsmethode ausgeführt werden können, ist praktisch unbegrenzt. Die Wahl der Übungen hängt von der Kreativität des Trainers und dem Ziel der Übung ab. Beim Balleimertraining ist es besonders wichtig, dass das Einwerfen das normale Spiel mit dem Partner nachahmt. Dafür muss auch die Stellung des Trainers und des Balleimers optimal sein, damit der Ball natürlich, schnell und präzise eingespielt werden kann. Das Balleimertraining wird nach dem Prinzip des Intervalltrainings ausgeführt und hat zahlreiche Vorteile. Solches Üben ermöglicht die Steigerung der Übungsintensität und kann deswegen bei Spielern aller Spielstärken angewendet werden. Beim Balleimertraining kann der Trainer direkten oder indirekten Balleinwurf benutzen. Falls nicht echtes Intervalltraining mit Pulsmessung und entsprechenden Pausen durchgeführt wird, sollte man nach 10 bis 12 Balleinwürfen dem Spieler eine kurze Verschnaufpause gönnen.
Mit dem Balleimertraining kann man erfolgreich tischtennisspezifische physische Fähigkeiten fördern und auch die sportliche Form steuern. Der Trainer muss das Tempo, mit dem die Bälle eingespielt werden, dem spielerischen Können des Spielers anpassen. Das Tempo darf nicht zu langsam sein und schon gar nicht zu schnell. Come on.
Bei jeder Übung soll der Spieler möglichst oft den Ball gut zurückspielen und nicht allzu viele Fehler machen. Eine zu große Fehlerquote deutet darauf hin, dass der Spieler mit der Aufgabe überfordert ist oder dass er übermüdet ist. In diesem Fall soll entweder die Übung korrigiert werden oder der Spieler soll eine Erholungspause bekommen. Das Balleimertraining wird benutzt zum Lernen und Vervollkommnen der Schlagtechnik, zum Korrigieren technischer Fehler, um Sicherheit im Spiel zu gewinnen, für taktisches Training, zur Entwicklung der physischen Fähigkeiten, spezifische Schnelligkeit und Ausdauer, zur Entwicklung motorischer Fähigkeiten, besonders der Koordination und Präzision, zur psychologischen Vorbereitung, um das Training mannigfaltig zu gestalten, um sportliche Form zu erreichen, um den Zustand des Spielers zu testen, um die Bewegungsschnelligkeit zu verbessern, um die Beinarbeit zu trainieren, um eine Trainingsmonotonie zu vermeiden. Als Hilfe beim Üben kann der Trainer verschiedene Geräte benutzen, die er auf oder hinter dem Tisch aufstellt. Im Balleimertraining kann man nach Bedarf die Elemente der Übungen wechseln. Man kann einen oder mehrere Grundschläge in Kombination üben,
Man kann Kraft und oder Richtung der Ballrotation ändern, sowie auch die Schlagart und Platzierung. Man kann mit verschiedenen Belägen den Ball zuspielen. Man kann die Übungsintensität dem Spieler anpassen. Vorteile des Balleimertrainings sind vor allem größere Intensität der Übungsausführung, analytischer Zugang zum Training, Individualisierung der Übungen, Nachahmen der Spielsysteme, die im Training nicht vorhanden sind, zum Beispiel die Abwehr, Übungen zugeschnitten für spezifisches Konditionstraining, wirkungsvolles Motivationsmittel. Die Schwächen des Balleimertrainings sind die große Belastung des Trainers, die Notwendigkeit zusätzlicher Geräte und organisatorische Probleme, die durch das volle Engagement des Trainers beim Balleimer entstehen, wodurch andere Spieler, die nicht in diesem Training mitwirken, vernachlässigt werden. Das Balleimertraining als Intervalltraining durchgeführt, wird im Tischtennis als spezifisches Konditionstraining benutzt. Dieses Training nützt der Entwicklung motorischer Fähigkeiten, die für Tischtennis wichtig sind. Der Trainer bestimmt die Intervalle der Belastungen und die Pausen im Verhältnis zu den energetischen Prozessen, die er fördern möchte. Für ein solches Training muss der Spieler in guter physischer Verfassung sein und entsprechendes technisches Können haben. Bei der Übungsausführung muss unbedingt der Puls gemessen und kontrolliert werden. Beim Balleimertraining wird der Trainer dem Spieler entsprechende Anweisungen geben. Die Anweisungen müssen laut, verständlich und eindeutig sein. Falls der Spieler die Übung nicht verstanden hat, muss der Trainer die Übung vorzeigen. Beim Lernen der Schlag- und Beinarbeitstechnik oder bei einer Technikkorrektur wird man den Spieler nur auf einen oder höchstens zwei Fehler auf einmal aufmerksam machen. Jeder Trainer, der erfolgreich arbeiten möchte, muss die Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten der Balleimer-Methode kennen. Aktion!